Wir müssen jetzt zum Doktor unserer Mission der Entspannung abgeben. Aber erst einmal, hallo allerseits. Und willkommen zurück bei Far Cry 6. Steht denn das Ding auf einmal hier? So verlassen auch noch. Das war wieder ein Einstand. Okatana. Oh oh. Was hat er denn da vor? Warum fährt der Panzer hier vor? Ich würde ihn so gerne einfach mal kapern. Wie bekommt man die einfach raus? Was kriegt denn hier alles? Macht er sich nicht zu uns? Jetzt dreht er sich zu uns. Das sieht so geil aus, wenn das Ding aufgeht. Wie auf einmal die Flammen in die Höhe schießen. Alles wieder gut! Ay, gracias! Eso me la sentí. Wie das Feuer einfach mal gen Himmel rausstrahlt, sage ich mal. Was ist denn hier alles passiert? Wieder absolutes Chaos. Brauchen wir noch ein Gefährt. Das können wir uns ja rufen. Das nehme ich nicht. Das nehme ich. Aussteigen, Mission. Ich nehme das mal. Aber tu niemandem was. Offenbart Castillos. Außer den bösen Buben. Wir müssen weit nach unten. Eieiei, wirklich weit. Am Hinterhalt vorbei, den können wir ja mitnehmen. Wo fahren wir denn jetzt lang? Wir müssen... Wir fahren geradeaus weiter. Und dann rechts halten. Die Lautsprecher da oben. Klingt nur leider nicht so, als wären die Lautsprecher da hinten. Dahinter uns. Müssen wir uns rechts halten. Könnte das eine FND-Basis sein? Wieder mal Jessa. Was war das denn für ein Geräusch?
nicht gut aus. Die Guerilleros könnten mehr Feuerkraft gebrauchen. Und die geben wir. Heizen wir den Arschsäcken einfach mal richtig ein, so wie es sich gehört. Ich würde gerne auf dieses Dach hoch. Kann gar nicht sein, wir sind gerade erst angekommen. Okay, jetzt hab ich. Bin mir noch unsicher, von welcher Seite wir aus angreifen. Ich brauche mehr Schlaf. Wo sind die anderen eigentlich? Komm schon. Oh, komm schon. Dem Ingenieur ist nichts zu schwer. Jetzt geht auch noch was hoch. Hä? Komm schon. Oh, komm schon. Elendes Drecksding. Verdammt. Jetzt können wir zumindest hier rüber, aber weiß immer noch nicht, wo wir anfangen. Vielleicht von hier oben. Okay, Vorsicht, Dani. Ich würde gerne auf dieses Dach hoch. Könnte funktionieren. Wenn Dani sich festhalten würde. Ach, Dani, komm schon. Wo sind denn die, die Feuerkraft brauchen, Unterstützung brauchen, unsere Leute? Mist. Ich will es mal von dieser Seite probieren. Von der Mauer aus dann aufs Dach. Geht doch. Bei so vielen Leuten brauche ich auf jeden Fall den hohen Grund. Oben auf dem Dach steht gerade niemand. Scheinen alle gerade hier vorne zu sein. Hier ist nämlich nicht mehr so viel da hinten. Hier da hinten. Da ist eine Leiter auf der falschen Seite. Da müsste uns sowas von sehen. Da unten drin ist was, da ist was. Okay. Jetzt sind drei in der Mitte bei der Zapfsäule. Scheiß Granaten unten.
Hier ist jemand vor der Tür. Wo wart ihr denn? Ja! Die auch noch was anderes sagen kann? Ja, Neujahr, okay. Und hurra. Dann nehmen wir uns nochmal die Güter mit. So. Kommt mal Ara. Achtung, Auto rollt. Scheiße, was? Krokotaxi, das sieht aus. Das ist, glaube ich, rechts, links, ne? Ich gucke lieber mal nach. Rechts und dann links. Ja. Spiegel da oben funktioniert gar nicht. Und Backup sind wir auch nicht wirklich schneller. Balaceras. Wie spät die Schrift erst reinkommt. Was ist denn da schon wieder los? Das blöde rote Zeug. Ich kann kotzen. Oh doch. Jetzt, bis wir abbiegen müssen, fahren wir geradeaus. Mal gucken, ob ich das einfach so sehe. Es ist die übernächste rechts. Ich sag mal, nach der Raststätte müssen wir abbiegen. Piu, piu. Ah, die Raststätte. Die Tankstelle. Hier gab es eine Schatzsuche, das ist so früh. Geht uns gerade der Sprit aus? Die Karre, die hört auf zu fahren. Was war das denn? Ich habe nicht aufgehört, Gas zu geben.
Das Ding wurde einfach langsamer. Wahrscheinlich sollten wir die Soldaten so umbringen, das war ein Zeichen. Ich hab's missachtet. Oder zu spät geschnallt. Oh, die kann man auch wegrammen. Okay. Hoppla. Einfach flach gefahren. Ja, wir hängen. Das Ding hat schon wieder kein Gas gegeben. Wird Zeit, dass wir es stehen lassen. Boah, ich war in die Kniekehle, geil. Du wurdest beschossen, du blödes Vieh. Por favor, por favor! Pass auf, lasst euch nicht überrumpeln! Wie läufst du denn hier so frei rum? Bist du bescheuert? Rebinga! Der Typ war, glaube ich, hier hinten. Ja, aber hier vorne gab's... Na, hier könnten wir füttern. Gab's da die Schatzsuche? Hier, genau. Oh, sieh an! Sie sind wirklich zurückgekommen! Wir schießen gleich, weil wir so entspannt sind. Wenn sich die Kristalle bei der Saturn-Finsternis im Jahr 3000 ausrichten, ist mein Schicksal erfüllt. Was ist denn jetzt? Ich wollte abgeben. Na, ich will reden, aber es geht nicht. Im heutigen Jahr ist das sein Bruder? Nö. Zeit, die spirituelle Kontrolle über seinen eigenen Geist und den aller anderen haben. Meine Lieblingspatientin ist wieder da. Gratulation, Dani. Sie haben mein alternatives 5,5-Schritte-Therapieprogramm abgeschlossen. Aber ich habe nur 5 Schritte gemacht. Der halbe Schritt war, wieder zu mir zurückzukommen. Ich muss Ihnen sagen, dass ich mich nicht wirklich anders fühle. Falsch! Ihre Chakren sind jetzt frei und Ihre Aura hat den Farbton eines Amethysts. Das sind fantastische Neuigkeiten. Oh ja, aber es gibt einen Haken. Und welchen? Sie müssen den mörderischen Zustand aufrechterhalten, sonst könnten Sie die katastrophalen Auswirkungen einer posttraumatischen Belastungsstörung zu spüren bekommen. Das kriegen wir hin. Sie, das ist es auch. Hören Sie nie auf zu töten, Dani. Hören Sie nie auf. Na gut, ich behalte das im Kopf. Kommen Sie bald wieder. Ich würde gerne ein anderes Programm ausprobieren, das ich galaktische Urintherapie nenne. Nein, danke. Warum probieren Sie das nicht an sich selbst und sagen mir dann, wie es war? Hat der wirklich noch eine Mission für uns? Wäre schon gleich wieder vorbei. Der sieht ja auch besonders aus. Dass wir 67 nochmal erleben. Man quatschen können wir ihn aber nicht. Jetzt macht sich Castillo in die Hose. Wie die einfach alle langärmlich und langhosig angezogen sind. Die beiden am Strand hier. Ist hier wirklich noch einer? Nee. Die haben einfach ihren Müll hier abgeladen. Will jemand sterben?
Na? Grazie, grazie. Ningún problema. Ob er wieder alles voll von Soldados ist? Noch habe ich kein Funkgerät gehabt. Da ist er ja. Danny, warum machst du keinen Messerangriff? Hart nicht treffen. Also, es uns. Hier, mitmachen. Anhalten, mitmachen. Die Entfernung trifft es so gut mit der kleinen MP. Okay. Präsident Kaska. Heilen, heilen wäre gut. Gucken, ob es nochmal rumkommt. Man hat gerade keine Schüsse. Oh, da ist irgendwas Molotow-mäßiges hochgegangen. Interessante Entwicklung. Wir gucken mal nach. Man hätte sich wenigstens die Mühe machen können, dass der hinter einer Kurve anfängt loszufahren. Ist da jemand? Oder hinter einem Busch. Hier ist sie wieder. Sogar die Einschusslöcher sind Da waren gar keine Einschusslöcher. Was wird denn da gemacht? Falsche Spur. Rechtsfahrgebot und so. Auch in Yara. Nicht, dass ich wieder die falschen erwische. Auf unserem Weg haben wir jetzt nichts Großartiges aufgedeckt. Flugabwehranlage Beta. Doch, will ich jetzt nicht fahren, dann machen wir hier irgendwas in der Nähe, was wir uns gerade noch frisch aufdecken. Düster Sumpf sieht ja fast aus wie ein Vulkangebiet. Dann können wir mal hinfahren. Wir drehen um und da, wo wir schon mal abgebogen sind, ist ja ganz in der Nähe vom Baseballplatz. Da müssen wir wieder hin. Mist.
Oh, ist zu massiv. Die übernächste Straße links rein, also wirklich direkt hinter dem Fußballplatz. Erstmal auf dem Feld parken, auch gut. Hallo. Hola. Mal gucken, wen wir anquatschen können. Sieht alles so generisch aus. Einfach nur eine Hütte, wo man überhaupt nichts machen kann. Nicht mal irgendwas einsammeln. Aber Traktorfahren geht. Die Feldarbeiter sind es bestimmt nicht, die wir anquatschen können. Verfluchter Eindringling. Du verdienst unser Land nicht. Sag mal. Es klatscht gleich. Hier war doch gerade noch jemand anderes. Cojones. Verstehst du jetzt, warum wir was gegen Ausgestoßene tun müssen? Hier gibt's noch eine Geschichte. Die falschen Galaner wollen Castillos tot. Mörderische Ver... Ich hab ihn doch gar nicht gerufen. Den Amigo rufen. Das kommt ja unten nicht mehr. Da, Moment, da war was mit Amigo. Ich hab's voll überlesen. Hab ich überhaupt nicht gedrückt, geh. Ich leg das jetzt woanders hin. Wieso? Sternchen? Sternchen wird überhaupt nicht erklärt. Das ist ja ein Quatsch. Stück zum Waffe wegstecken. H und nicht G. Verstehe nicht, warum wir dann immer unseren Begleiter rufen. Ich denke, Castillo wird noch viel stärker zurückkommen. Ja, wie ein Stier. Ja. Ja, genau. Ach, hallo. Hallo. Hi. Danke, dass du mich gerettet hast. Ach so? Und gerade noch rechtzeitig. Die haben mir schon die Werkzeuge präsentiert, mit denen sie mich foltern wollten. Sicher, dass es dir gut geht? Sie, sie. Gilbertos Leute werden sich um mich kümmern. Und wenn du je was brauchst, eine Freundin von Gilberto ist auch meine Freundin. Hast du eine jaranische Geschichte für uns? Sieht nicht so aus. Du vielleicht? Hinter uns. Wenn man da einmal drin ist... Das ist doch der Spieler. Vielleicht irgendein Baseball-Spaß. Ich bin Freddy Fonseca Jr., zukünftiger Profispieler und Sohn von Yaras größtem Baseballstar, Freddy Fonseca. Mann, bin ich sauer! Die Fans wollen nach Ferrosa kommen, um seinen Schrein zu besuchen. Aber ein Haufen Fansoldaten haben den Handschuh, das Trikot und sogar seinen Glückstiefschutz geklaut. Ich bin Sportler, kein Kämpfer. Deshalb musst du mir helfen, alles zurück nach Ferrosa zu bringen. Die Soldados haben alles in ihren Außenposten. Einer ist beim CCE-Umspannwerk. Ich wünschte, ich wüsste mehr.
Geh aufs Ganze, Keule. Keule. Freddy Fonseca Senior hat so etwas nicht verdient. Finde seine Sachen, Danny. Die Sachen meines Papa wurden von der Armee aus einem Schrein gestohlen. Aus seinem Schrein gestohlen. Freddy Fonseca Senior war eine Legende. Der Maestro des Malecón. Und eine Inspiration für alle Jadana. Hol den Sieg für die Heimmannschaft und leg sein Zeug wieder in den Schrein zurück. Hol Papas Ausrüstung zurück, Danny. Sein Ruf steht auf dem Spiel. Okay. Ich hoffe, unser Auto steht noch. Stacheldraht. Ja. Schon wieder jemand anderes. Tag auch. Hey. Hey, Vorsicht. Wir stehen hinter Libertad. Na, die Tante da hinten nicht. Einfach mal nach rechts querfeldein. Über diese Brücke hier, schätze ich. Da mussten wir durch. Dann. Ne, wenn, dann müssen wir darüber. Also doch. Nach dem Kontrollpunkt dann direkt links. Das. Ah, Vorratslieferung. Wir haben jetzt eine Mission. Schon direkt links, aber. Nö, passt schon. Was rot. Wir müssen nach der Abbiegung rechts. Schöne Kurvenlage, die wir haben. Das rote denn interessiert mich schon sehr. Entschuldigung, Baum. CCC Umspannwerk 31. In den FND-Basen. Dann gibt es hier aber einfach mehrere von. Also
in der Mission gleich drei? Clara, es sieht so aus, als hätten die Soldados ein Umspannwerk in Catalina übernommen. Das ist Diebstahl. Das Regime stellt dem Volk den Saft ab und leitet ihn ans Militär weiter. Die Station wird von Soldados bewacht. Dani, schalt sie aus und schnapp dir das Öl. Würde ich aber mal sagen, gehen wir das lieber in der nächsten Folge an und dann zwar komplett und in aller Ruhe und hoffentlich ohne Alarm und vielleicht auch unentdeckt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.